Vielen Dank. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Was liest du? Einer kleinen Büchernacht von circa 30 Minuten, die aber vollgepackt sind, ja, mit Büchern, wie der Name der Sendung schon sagt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe einen Gast, der mich, das beschäftigt mich sehr. Es ist eine junge, wunderschöne Frau. Ich wusste gar nicht, dass mich das noch aufwühlt. ja, dachte, die Bluthunde der Fleischeslust sind schon eines natürlichen Todes gestorben. Aber nein. Wenn man sich über sie im Internet bei Wikipedia informiert, erfährt man, dass sie eine sehr erfahrene Radiomoderatorin ist, die auf viele Sender und Sendungen zurückblickt. Und wenn man sich dann mit ihr unterhält, erfährt man, dass davon kein Wort wahr ist. So viel zu Wikipedia und den Möglichkeiten, sich damit auf einen Gast vorzubereiten. Trotzdem hat sie viel Erfahrung, auch Fernseherfahrung gemacht, aber nur gehobene Sendungen. Und das Lustige ist, sie liest gar keine lustigen Bücher, sondern nur Schweres. Also von Kilo aufwärts. Dostojewski und die üblichen Verdächtigen, da habe ich gedacht, das ist doch mal spannend, mal mit so einer bildungsbeflissenen, jungen Kollegin über lustige Bücher zu sprechen. Und genau das haben wir vor. Bitte begrüßen Sie die großartige, und Sie kennen sie natürlich alle, unter anderem von meinem Kollegen Harald Schmidt, die großartige Katrin Bauerfeind. Pass auf, was jetzt kommt. Oh, danke. Hallo. Dankeschön. Oh, ja, auch da. Wahnsinn, so viel Applaus. Ja. Sag mal, was ich wahnsinnig gerne von dir höre, das ist, wenn du... Meine Radiosendung gemischt. Wenn du Michelle Hunziker nachmachst, ja, wie sie Thomas sagt. Kannst du das einmal tun, bitte? Thomas! Aber sie hat dabei, ich mag sie ja echt gerne, aber sie hat so die Angewohnheit, Thomas Gottschalk gegenüber, manche Frauen, ich hoffe, es sind keine anwesend, manche lang verheirateten Ehepaare, da mutiert die Frau auch manchmal so, dass man, egal, also der Mann macht einen Witz und dann sagt man so, Jürgen, oder man sagt irgendwann, trink doch nichts mehr, so, und sie hat das, obwohl die, also, sie hat das so total angenommen und sagt alles, wie so eine lang verheiratete Ehefrau, die eigentlich in der Tiefe ihres Herzens bereut, dass sie diesen Mann geheiratet hat, aber auch noch nicht aufgegeben hat, dass er sich vielleicht nochmal ändert, sagt sie immer so, Thomas, so als wäre alles, was der Mann sagt, so total peinlich. Wir haben ja zum ersten Mal in der Geschichte dieser Sendung einen externen Filmbeitrag, denn ihr habt vor etlichen Wochen, kann man sagen, also mit ihr meine ich jetzt dich und Harald, oh, und da war ja der Titan. Der Titan war da. Der Titan Khan war ja dabei. Da habt ihr Menschen mit Lebensmittelmasse beschmutzt. Nicht Menschen, eigentlich nur Harald. Nein, das Publikum wurde ja abgedeckt, das sieht man aber. Was ich aber zeigen wollte, ist, wie sich die Unterhaltung in 30 Jahren geändert hat. Denn wenn das Unterhaltungsziel ist, Menschen einsauen, kann man das lange machen oder kurz machen. Ihr habt die lange Version, die gucken wir uns jetzt mal an.
Das Ganze habt ihr natürlich intellektuell verbrämt. Das hatte nur einen intellektuellen Hintergrund. Es ging überhaupt nicht um diese Schmuddelei, sondern Mario Vargas Llosa, Literaturnobelpreisträger, hat den Satz gesagt, das Leben ist ein Sturm aus Scheiße und die Kunst der einzige Schutzschirm dagegen. Und wir wollten das mal bildlich darstellen. Und habt dazu ein relativ schwaches Werkzeug, diesen Föhn, genommen. Und etwa 30 Jahre früher im WWF-Club, die ganz Alten werden sich vielleicht noch erinnern, als ich angefangen habe, Fernsehen zu machen, haben wir das auch schon gemacht. Mein Fernsehvater Claudi Conan Fröhlich, den unser amerikanischer Produzent Michael Hill mal Minister of Mayhem nannte, hatte sich eine Kanone konstruieren lassen, leichtem Überdruck. Sehen Sie selbst. Ihre Szene war die, als meine Stimmungskanone mal überladen war und der Sicherheitsbeauftragte die Farbe wechselte. Also schauen Sie sich das nochmal an, dann schalte ich eben nochmal um. Mein Gott, ist das eine Nervensäge, der Mann. Also, Achtung, fertig, los. Moment, was ist... Oh. Herr Professor Busch, das tut mir aber... Ja, also, das Endergebnis dasselbe. Beteiligte sehen gleich aus. Was wir daraus lernen ist, man macht dasselbe wie... Früher war alles besser. Nein, man macht dasselbe wie vor 30 Jahren, aber man muss es begründen. Ja, Katrin, es ist schon so, dass du dich wirklich mit den Büchern, mit denen du dich für die Sendung beschäftigt hast, normalerweise nicht beschäftigst. Du bist da, was das angeht, doch eher eine höhere Tochter. Kann man das so sagen? Ja, also ich lese normalerweise nicht lustige Bücher, das stimmt. Ich versuche immer Bücher zu lesen, die etwas mit Bildung zu tun haben oder die mir zumindest den Eindruck vermitteln, ich wüsste mehr als vorher. Und jetzt ist es in diesem Fall sowieso so, das Buch von Elena Senft und Plötzlich ist später jetzt geht eben, also vom Erwachsenwerden und nicht wollen, da geht es genau um meine Generation, also die um die 30-Jährigen, knapp vor den 30, knapp über den 30. Und das habe ich ja nun alles miterlebt und insofern konnte ich da jetzt nicht so viel lernen. Also würde ich es normalerweise nicht lesen, aber ich habe es jetzt gelesen und es war natürlich brüllerlustig. Also Elena Senft ist 3 Jahre älter als ich. Ist eine wichtige Info für dieses Buch, dass man die hat. Und falls Sie das weiterverfolgen möchten, dann könnten Sie ihre Kolumnen lesen. Sie schreibt nämlich für den Tagesspiegel Kolumnen unter anderem. Ich bin jetzt auf Seite 48. Dritter Absatz. Man lügt nicht. Ein Satz, der so auch hätte von mir kommen können. Man lügt nicht, man spielt mit den Grenzen der Auslegung. Und wenn man in seinen Lebenslauf schreibt, dass man nach dem Abitur mehrere Monate in Lateinamerika mit Straßenkindern gearbeitet hat, dann muss man nicht erwähnen, dass diese Kinder bereits Mitte 20 waren und alle gut feiern konnten. Und nach dem volltrunkenen Geschlechtsverkehr mit einem Holländer während eines Kreta-Urlaubs kann man sich mit ein bisschen Auslegungstoleranz im eigenen Lebenslauf mit Fug und Recht erweiterte Grundkenntnisse der niederländischen Sprache attestieren. Der Zeitraum, von dem wir hier reden, ist ja der zwischen Abnabelung von zu Hause, Uni, also Studium, und dieses Erwachsenen. Also eigentlich ist es die Phase zwischen, darf man sich noch wie Lena fühlen oder ist man eigentlich schon die eigene Mutti? Das ist so der Spielraum, finde ich. Du meinst, wenn du Lena sagst, meinst du Lena Saale-Unstrut, unsere Gewinnerin? Ja, genau. Ja. Ja, ich habe da, hat ja jeder seine Saale-Unstrut. Seine eigene Formulierung. Ist ein Weinanbaugebiet, was viel Tragisches hat, weil die sind auf ihre Weißweine wahnsinnig stolz. Mhm. Und ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, dass man diese Weißweine ausschließlich mit einem sehr guten Öl an Salat tun kann. Ansonsten, ne? Der Nachteil. Wer sich gleich von Beginn am aufdringlichsten bemerkbar macht, ist die Tatsache, dass viele Studenten, und dabei handelt es sich nur um Studenten, die man nicht mag,
die Vorlesungszeit dazu Zweck entfremden, sich einen Freundeskreis aufzubauen, dessen Bestandteil vor allem man selbst sein soll. Diese Studentinnen haben dicke, geflochtene Pferdeschwänze und im Winter Thermoskannen mit Tee und 3 Kilo Mandarinen dabei. Und wenn sie nicht gerade dabei sind, Unterschriften gegen Guantanamo und die Abholzung des Regenwaldes zu sammeln, ein Antifa-Café im Unigebäude aufzuziehen, in dem sie Dinkelkuchen und glutenfreie Brötchenhälften mit vegetarischen Brotaufstrichen und Kresse verkaufen und indem man seinen Fairtrade-Kaffee nur bekommt, wenn man eine eigene Tasse mitgebracht hat, sich erst wieder zu waschen, wenn Tibet frei ist, oder die Toilette mit feministischen Sprüchen voll zu schmieren, schlagen Sie zum Semesterauftakt Kennlernspiele für die Proseminare vor, damit wir anschließend noch offener miteinander umgehen können, als wir es sowieso schon tun. Ich glaube, viele kennen hier solche Menschen aus eigener Erfahrung. Es sieht, oder sind selber so, weiß man nicht. Als ich aus Orientierungs... Was hat sie gesagt? Wir lachen nicht, glaube ich. Ich will diesen Gedanken hier mal weiterverfolgen. Als ich aus Orientierungslosigkeit einmal in ein Erziehungswissenschaftenseminar eines Lehramtsstudiums hineingeriet, musste ich an folgendem zum Teil begeistert aufgenommenen Spiel teilnehmen, dessen Nutzen zur adäquaten Vorbereitung der Studenten auf die Unterrichtsführung an Neuköllner Hauptschulen zweifelhaft ist. Alle Teilnehmer formierten sich zu einem großen Kreis. Ein Teilnehmer im Kreis hatte ein Wollknäuel in der Hand. Hielt das Ende des Fadens fest und warf das Knäuel zu einem anderen Teilnehmer, der daraufhin laut seinen Namen, seine Studienfachkombination und seine momentane Stimmung oder Gefühlsregung sagen musste, bevor er seinerseits ein Stück Wolle festhielt und das Knäuel weiterwarf zur nächsten Person. Am Ende entstanden ein Gemeinschaftsgefühl, das ausschließlich auf der Erfahrung einer gemeinsam erlebten Demütigung basierte und ein wollenes Sympathienetz, aus dem sich die Seminarleiterin vermutlich hinterher einen neuen Pullover strickt. Fertig? Ja. Machen Sie auch so Seminare oder warum lachen Sie so? Sie haben schon öfter solche Seminare besucht. Ach, wie schön. Ich hätte das nicht gesagt. Ich habe das auch schon gemacht. Ich kenne diese Zeit ja gar nicht mehr, aber ich finde es ja toll, dass das... Es war eine Zeit lang total in, sich mit diesem Wollknäuel zu bewerfen. Ach, dass ich da nie bei sein durfte. Hat jemand ein Wollknäuel? Nein, komm, es ist vorbei. Man muss auch los. Ja. Man muss auch loslassen. Ja. Ich? So. Ich würde was vorlesen. Ich weiß nicht, man muss, glaube ich, schon im selben Alter sein wie ich, um das miterlebt zu haben. Es geht um Imagepflege, Benutzung von Deos in einem bestimmten Alter und das Tragen von wichtigen Klamotten und eben auch genau, wie man sie zu tragen hat. Und da gibt es einiges, was man damals falsch machen konnte. Versetzen Sie sich einfach da rein, Sie hatten ja bestimmt auch so Probleme. Ich schäme mich heute brutal für den früheren Besitz der CD einer Band namens Normal, deren größter Hit den Refrain Bitte Ronald Reagan geh aus der Kolonie BRD hatte, deren erstes Album Verarschung total und deren letztes Vollassi hieß. Meine Freundin Antonia schämt sich für einen blassblauen Jeans-Zweiteiler bestehend aus modischer Kurzjacke und Minirock, der an Knien sowie Ellenbogen großzügig mit Goldfarbe besprüht war.
Julia schämt sich dafür, dass sie sich in der 7. Klasse in die Mitte des Klassenraumes gestellt hat und laut erzählt hat, dass der gleichzeitige Konsum von Cola und Aspirin voll pervers machen würde. Nina schämt sich dafür, wie sie von einer sehr kleinen Stadt in eine etwas größere Stadt zog, der erste Schultag anstand und sie dachte, sie sei auch in der größeren Stadt modisch voll auf der Höhe. Als sie den Klassenraum der neuen Schule in pinkfarbenen Radlerhosen und einem vor dem Bauchnabel geknoteten XXL-T-Shirt betrat. So, das hätte ich sein können, das fand ich sehr schön. Mit 13 bestand die eigene Imagepflege im Wesentlichen darin, allen anderen Klassenkameraden glaubhaft zu vermitteln, dass man erstens bereits regelmäßig seine Menstruation hatte, zweitens dieser Menstruation mithilfe von Tampons und nicht etwa von Binden Herr wurde, drittens darin, alle Beweise davon zu vernichten, dass man auf der Grundschule Schülerlotse war und viertens darin, dass man möglichst viele Deos der penetrant riechenden Marke Impuls im elterlichen Badezimmerregal stehen hatte. Außerdem musste man seinen Eltern in zermürbender Überzeugungsarbeit klarmachen, dass es sehr wohl unbedingt notwendig sei, dass man in doppelter Ausführung Levis Jeans der Passform 501 in den Farben Weiß, Bordeaux und Dunkelgrün besitzen musste, die erst dann absolute Salonfähigkeit erreichten, wenn die inneren Beinnähte fußaufwärts etwa 5 cm weit aufgetrennt und ausgefranst wurden. Schlimm war es, wenn Tanten, die die Ferien in den USA verbracht hatten, verschwörerisch ankündigten, sie hätten einem eine Levis aus Amerika mitgebracht und dann anstelle einer Levis 501 eine 901, die uncoole angebliche Mädchenversion in Möhrchenform stolz aus der Tüte schüttelten. Die Tanten guckten verstreckt, weil sie dachten, ihrer Nichte etwas Gutes getan zu haben, während man selber sich stundenlang weinend auf dem Boden wälzte und sich fragte, wie man denn bitte so blöd sein könne wie diese Tante. So, so war es gewesen damals. Was ist Impuls? Was ist, ist das? Ich kenne das nicht. Das ist ein Deo, das benutzen vorwiegend 13-Jährige und so riecht es auch. Es stinkt ganz fürchterlich, aber in der Pubertät findet man es halt irgendwie gut oder so. Ich hatte die auch, alle. Damit würde ich gerne schließen. Das dieses Buch, Raumübergreifendes Großgrün, unsere Klolektüre von Hinrich Lürsten, ist ein Buch, was ich Ihnen nachdrücklich ans Herz legen kann. Darf ich dazu was sagen? Oh, bitte. Als du mich angerufen hast, er rief mich an und fragte mich, Katrin, hast du Raumübergreifendes Großgrün vor dir? Und ich hatte noch nie, also noch nichts von diesem Buch gehört und dachte, fragt er mir jetzt, ob ich auf einer Wiese stehe? Und guckte mich echt so um. Da, ja, geht so, ganz schön hier, aber so grün ist nicht. Bis ich kapiert habe, dass es um dieses Buch geht und dann eingestehen musste, dass ich doch kein raumübergreifendes Großgrün vor mir habe. Toll. Also er hat ja nicht nur Beamtendeutsch, es ist Bundeswehr, es ist NVA, es ist vor allem EU. Man darf nicht darüber nachdenken, was die für unser Steuergeld dort treiben. Zum Beispiel Waldhonig, die EU-Richtlinie 2013/13 besagt, dass Waldhonig, der mir sowieso am Arsch vorbeigeht, aber jetzt passen Sie auf, dass Waldhonig mindestens eine elektrische Leitfähigkeit von 0,8 Mikrosiemens, was immer das ist, pro Zentimeter aufweisen muss. Ohne diese Leitfähigkeit ist es laut Richtlinie kein Waldhonig, sondern normaler Honig. Auf jedem Glas Honig muss auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum stehen, obwohl Honig eigentlich unbegrenzt haltbar ist. Also man fürchtet sich auch irgendwann oder man wird einfach sauer. Nimm du irgendetwas, was dir gefallen hat. Ich finde die Bundeswehr sehr schön. Dann diene doch dort. Ja. Also Anweisungen für Soldaten, wie sie sich in gefahrenen Situationen zum Beispiel zu verhalten haben. Da ist Folgendes zu beachten. Ab einer Wassertiefe von 1,40 Meter hat der Soldat selbstständig mit Schwimmbewegungen zu beginnen. Ein ausdrücklicher Befehl des Vorgesetzten ist dazu nicht nötig. Oder aber bei Einbruch der Dämmerung ist mit Dunkelheit zu rechnen. Oder auch knifflig, bei Erreichen des Baumwipfels hat der Soldat selbstständig die Kletterbewegung einzustellen.
Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. Weihnachtszeit in der Behörde. Wir haben ja Weihnachten bald. Es wird gemütlich, doch ohne entsprechende Verordnung darf und kann in einer Behörde nicht Weihnachten gefeiert werden. Ich springe mal vor zu dem Teil Punkt 4, Aufführung von Krippenspielen und Absingen von Weihnachtsliedern. A. In den Dienststellen mit ausreichendem Personal können Krippenspiele unter Leitung eines erfahrenen Vorgesetzten zur Aufführung gelangen. Zur Besetzung sind folgende in der Personalplanung vorzusehenden Personen notwendig. Maria. Doppelpunkt. Möglichst weibliche Bedienstete oder ähnliche Person. Josef. Doppelpunkt. Älterer Beamter mit Bart. Kind, Doppelpunkt, kleinwüchsiger Beamter oder Auszubildender, Esel und Schafe, geeignete Beamte aus verschiedenen Laufbahnen, Heilige Drei Könige, sehr religiöse Beamte. Gut, dann gehen wir jetzt zu Martin Sutter. Martin Sutter lebt in der Schweiz und, nee, in Spanien und in Bolivien, glaube ich. In Spanien und Guatemala. Also geht das es. Das kann man mal mit der Schweiz hinwechseln. Es geht ihm also offensichtlich gut. Er war bis 91 selber in der Werbung tätig und schreibt seitdem sehr erfolgreich diese sogenannten Geschichten aus der Business Class. Da gibt es verschiedene Bände. Und über seine Romane müssen wir nicht reden. Der Koch war ja nun gerade monatelang. Toller Roman. Also, bei den Business-Kolumnen geht es eben um Leute so im höheren, mittleren und höheren Management. Und man könnte Mitleid mit diesen armseligen Kreaturen, wie Hamster in einem Hamsterrad geschildert werden. Und man erkennt sich natürlich, entweder man erkennt sich wieder und sagt ja, oder man sagt nach bester Pharisäer-Sitte, Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie jener. Ich fange mal an. Dankeschön. Sie studieren Theologie auf Lehramt? Das ist gut. Benders Befürchtungen, er könnte durch seine geschönten Angaben seine Gesundheit gefährden, stellen sich als unbegründet heraus. Die Pedale des Crosstrainers bieten wenig Widerstand. Und wenn er mit den Hebeln für die Armarbeit ein wenig nachhilft, geht er wie durch warme Butter. Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, dass er mehr wiegt, als er angegeben hat. Was andere mit der Muskelkraft machen müssen, macht er mit dem Gewicht. Bender tritt unangestrengt weiter. Schade, dass er sich nicht in dem großen Spiegel sehen kann. Er hat nämlich das Gefühl, dass sein runder, harmonischer Bewegungsablauf ziemlich ästhetisch aussieht. Das schließt er auch daraus, dass er den Blick von Monika, der blonden Trainerin, auf sich ruhen spürt. Er schaut an sich herunter und findet, dass sich sein Bauch gar nicht so schlecht in die Gesamtproportion einschmiegt. Vor allem in diesem Trainingsanzug, der übrigens gar nicht so neu wirkt, wie er befürchtet hatte. Ein Piepsen schreckt ihn aus seinen Gedanken auf. Bender nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass er sich jetzt in seinem Pulszielbereich befindet. Nach einer Minute 10. Manch ein Jüngerer und Schlankerer hätte länger gebraucht, um in diesen Bereich vorzustoßen. Alles okay? Fragt Monika, schaut auf die Bedienungskonsole und geht weiter. Alles cool, antwortet Bender lächelnd und blickt ihr nach. Interessant, denkt er noch, sie trägt den Tanga über der Hose. Aber dann verlangt die Maschine seine ganze Aufmerksamkeit. Seine Oberschenkel beginnen zu schmerzen, wie früher auf den Fahrradtouren mit den Pfadfindern. Und er hat Mühe, seinen Atem kontrolliert und leicht erscheinen zu lassen. Die rote Leuchtschrift warnt ihn, dass er seinen Maximalpuls erreicht habe.
Die Maschine reduziert den Tretwiderstand. Alles okay? Ruft Monika. Bender kann nur nicken. Zu sehr ist er damit beschäftigt, nicht japsend und mit heraushängender Zunge in den Pedalen zu hängen. 20 Minuten später lehnt er ausgepumpt an der Wand der Herrenkabine und wundert sich, wie er es geschafft hat, das ganze Programm durchzustehen und dabei stets den Eindruck der Unangestrengtheit aufrecht zu erhalten. Da hört er vor der Tür Monikas Stimme sagen: Sonja, hab bitte ein Auge auf den Dicken mit dem roten Kopf und dem neuen Trainingsanzug. Der ist mir vorhin auf dem Crosstrainer fast gestorben. Ich will nicht hetzen, aber du hast gelacht. Ja, das ist auch wirklich sehr schön. Lese ich jetzt? Ja, bitte. Der Zollingers? Zollingers? Zollingers Kampf. Es muss das Lachs-Tatar sein. Vielleicht so lange mariniert. Oder die Nerven. So ein Weihnachtsessen der oberen Kader ist nun einmal ein nicht zu unterschätzender Event in der Karrieregestaltung eines zielstrebigen Mitglieds der kommenden Führungselite unseres Landes. Was auch immer, Zollinger muss dringen. So dringend wie nie mehr seit dem Couscous auf dem Markt von Tunis 1984 als 23-jähriger Rucksacktourist. Wie damals trifft es ihn ohne Vorwarnung, eine Attacke aus dem Hinterhalt. Aber damals hatte sich nicht soeben Baltensberger erhoben, mit dem Messer an sein Glas geklingelt und zu seiner Weihnachtsansprache angesetzt. Die Weihnachtsansprache gilt als der zwischenmenschliche Höhepunkt in Baltensberger Führungsjahr. Es geht das Gerücht, dass deren Verfassen jeweils ab Oktober auf seiner Pendenzenliste, sagt man das so, steht. Ein indiskreter Mitarbeiter der Buchhaltung behauptet gar, es gäbe in der Auftragsliste von Baltenbergers Kommunikationsberater eine eigene Auftragsnummer dafür. Diese Rede ist eine sorgfältig ausgewogene Mischung aus Besinnlichkeit, Aufrüttelung, Einkehr, Zukunftsglaube, menschlicher Zuwendung, Führungswille, Kritik, Motivation, Ernst und Heiterkeit. Zwischen Vorspeise und Hauptgang des jährlichen Weihnachtsessens ruft Baltensberger allen, die es übers Jahr vergessen haben sollten, in Erinnerung, weshalb er und kein anderer an der Spitze des Unternehmens und der festlich gedeckten Tafel steht. Wer während dieses Ereignisses aufsteht und den Raum verlässt, aus welchem Grund auch immer, braucht gar nicht mehr zurückzukommen. Zollinger spürt, wie ihm der Schweiß auf die Stirn tritt und er weiß wird, wie das gestärkte Leinentischtuch unter seinem silbernen Platzteller. Einen Moment hofft er, dass ihn eine Bewusstlosigkeit aus einer hoffnungslosen Lage befreit. Aber dann kämpft er auch gegen diese an. Was für ein Licht würde ein Ohnmachtsanfall während der Weihnachtsansprache seines obersten Chefs auf seine Führungsvitalität werfen. So kämpft Zollinger während gut 20 Minuten auf verlorenem Posten gegen das Attentat seiner Eingeweide auf seine Karriereplanung und bleibt sitzen. Nach dem Schlussapplaus tut Baltensberger etwas, was er noch nie getan hat. Er macht die Runde um die Tafel und drückt jedem der Anwesenden feierlich die Hand. Dass Zollinger der Einzige ist, der dazu nicht aufsteht, ist dann aber auch nicht mehr karrierefördernd. Sieh mal, war das nicht toll mit den lustigen Büchern? Es war so schön. Ich lese nur noch lustige Bücher. Ja, das wollte ich hören. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem zauberhaften Gast, Katrin Bauerfalk. Danke für die Einladung. Oh, jederzeit wieder. Bei irgendeiner anderen Sendung. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen, auch daheim im Äther und vor den Geräten.